Ja, ich hatte ja jetzt die leichte Vermutung, dass Jana vielleicht eine Rot-Grün-Schwäche hat und es daran liegt, aber das haben wir jetzt ja geklärt. Ich habe diesen Text heute schon mal gelesen, mehr so für mich, also beim Üben vorhin, da fand ich ihn unglaublich witzig. Mal schauen, ob Sie sich da anschließen. Das ist quasi Textpremiere und ich habe mir über ein richtig heißes Eisen Gedanken gemacht, ein höchst brisantes und aktuelles Thema, nämlich Weihnachtsmärkte. Weihnachtsmärkte sind das Disneyland des kleinen Mannes. Minder talentierte Laienschauspieler laufen als Nikolaus, Christkind und Engel verkleidet zwischen zugigen Holzbuden herum, in denen selbstgebastelte Designobjekte aus Stroh, Zweigen und Walnussschalen feilgeboten werden. Ich frage mich immer, wie die Budenbetreiber auf ihre kreativen Ideen kommen. Ich vermute so. Was machen wir denn dieses Jahr mit dem trockenen Stroh? Wir könnten was total Abgefahrenes basteln, was Innovatives, das Brandenburger Tor vielleicht oder die ISS, den Eiffelturm, das Skigebiet Bad Schröcken oder die letzten 40 Jahre haben wir aus dem Stroh Sterne gebastelt, machen wir das doch einfach wieder. Da ein Weihnachtsmarktbesuch nüchtern nicht zu ertragen ist und die Geschmäcker verschieden sind, gibt es den Glühwein in mindestens 3 Farben respektive Geschmacksrichtungen. Neuerdings, so schreiben die Zeitungen, werde auch gerne heißer Aperol Spritz ausgeschenkt. Eine fantastische Idee, sagte ich also, als meine Schwester vorschlug, ich könne sie und ihre 4, formulieren wir es positiv, aufgeweckten Kinder auf den örtlichen Weihnachtsmarkt begleiten. Ich war ja noch einen kleinen Gefallen schuldig, der mit einem Erbanteil zu tun hatte, also reagierte ich immer äußerst euphorisch auf ihre Ausgehvorschläge. Toll, klasse, Weihnachtsmarkt, ich kann's kaum erwarten. Du meinst nächstes Jahr, oder? 2 Stunden später trafen wir uns. Die 3 großen Kinder hatten durch ihre Winterverpackung das doppelte Volumen als üblich. Sie sahen aus wie die Nachkommen des Michelin-Männchens. Das kleinste Kind, Reinwald, hatte meine Schwester als Rentier verkleidet. Seine Nase war rot angemalt und das Geweih auf seine Mütze aufgesteckt. Er wirkte darüber eher semi-begeistert. Die 3 großen Kinder kann ich auch sonst nicht wirklich auseinanderhalten. Sie haben alle neumodische Namen mit L, Linus, Leo, Louis, Jonathan, Lala, Lulu, irgend sowas. Niemand kann das unterscheiden. Bis Reinwald kam, war die Einteilung für mich klar. Es gab das große Kind, das mittlere Kind und das kleine Kind. Sehr einfach. Zur Identifikation reichte die Körpergröße und außerdem hatten sie tatsächlich auch verschiedene Gesichter. Aber mit Namen hatte ich schon immer so meine Schwierigkeiten. Seit Reinwalds Erscheinen gibt es für mich weiterhin das große, das mittlere und das kleine Kind und Reinwald. Solange nicht noch einer dazukommt, kann ich mit dieser Einteilung gut leben und werde mir erst was Neues einfallen lassen müssen, wenn sie erwachsen und etwa gleich groß sind. Mir schwebt vor, wie in guten alten Zeiten einfach nach der Tätigkeit zu gehen. Der Philosophiestudent, der Social Media Manager, der Sympathisant des islamistischen Terrorismus und Reinwald. Zur Begrüßung spielten wir das Durchzählspiel. Die Jungs waren total verrückt nach dem Durchzählspiel, seit wir bei Babysitten zusammen einen Kriegsfilm angeschaut haben. Das Durchzählspiel geht so. Sie stellen sich der Größe nach auf, zählen durch, 1, 2, 3 und Reinwald sagt irgendein Wort, das er gerade neu gelernt hat, weil er noch nicht zählen und sich die 4 nicht merken kann. Sie stellten sich auf, ich befahl, durchzählen. 1, 2, 3, Pimmel! Ich weiß auch nicht, woher er das hat, sagte meine Schwester. Na, kann er vielleicht doch noch ganz lustig werden heute, sagte ich. Geh mir mal was trinken. Auch ich wollte mich erst noch etwas nach aufregender neuer Dekoration für Heiligabend umschauen, sagte meine Schwester. Boah, voll langweilig, sagte ich. Wir einigten uns darauf, dass Reinwald mit seiner Mutter gehen musste. Ich kümmerte mich um die 3 großen Kinder. Pimmel, kommentierte er, während an der Hand weggezogen wurde. Pimmel, Pimmel, Pimmel. Und schon waren sie in der besinnlichen Masse verschwunden. Meine Freude über die neue Freiheit währte nur kurz. Vor dem Glühweinstand standen etwa 400 durstige Leute herum. In Fachkreisen spricht man bei einer solchen Menschenansammlung auch von der sogenannten Glühweintraube. Ich überschlug, dass wir mindestens eine halbe Stunde warten würden müssen und kam auf eine Idee. Du, scht, mittleres Kind, weißt du noch, das Spiel, das ich euch im Fußballstadion beigebracht habe? Das mittlere Kind nickte begeistert. Das spielen wir jetzt. Sag es dem großen Kind und dem kleinen Kind. Und dann los. Juhu, juhu, machte das mittlere Kind und stürzte sich in seine Mission. Das Spiel, das ich mir extra für Situationen wie diese ausgedacht habe, heißt Herrenloses Gepäckstück. Und wieder lief es perfekt. Die Kinder 1, 2 und 3 schoben sich an den Beinen der Anstehenden hindurch an die Spitze der Schlange. Ich konnte sie nicht mehr sehen, aber, wie alle anderen, deutlich hören. Oh, hier steht ein Koffer. Gehört Ihnen vielleicht der Koffer? Keinem gehört der Koffer.
Hier tickt doch was! Die Menge löste sich rasant auf. Die Leute liefen leicht panisch in alle Richtungen davon. Ich war beim Ausschank als nächstes dran. Für ihren lobenswerten Einsatz bekamen die Kinder einen Kinderpunsch mit 3 Strohhalmen. Ich gönnte mir einen heißen Caipirinha. Es gibt jetzt alles in heiß. Wann es wohl das erste heiße Bier an einem Glühweinstand geben wird? Das große Kind mischte sich mit einer Kinderfrage in meine Überlegungen ein. Du, das Christkind, das ist doch eigentlich der kleine Jesus. Warum spielt denn auf Weihnachtsmärkten immer eine 20-jährige hübsche Frau mit langen blonden Locken? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich erklärte, ja, großes Kind, schau mal da vorne, da gibt's Waffeln. Mir ist langweilig, sagte das kleine Kind, als wir unsere Waffeln gegessen hatten. Ich will was spielen. Ich erklärte, hier, schau, kleines Kind, du könntest ein Instrument lernen, dann kannst du nächstes Jahr mit den Kindern da drüben spielen. Auf einer Randbühne spielte ein Kinderorchester unterschiedliche Weihnachtslieder zeitgleich. Während es sich beim Trompetenjungen nach Odu Fröhliche anhörte, flöteten die Blockflötenmädchen, süßer die Glocken, die klingen, das Geigenmädchen fiedelte, leise rieselt der Schnee. Ich habe ein sehr gutes Gehör. Pimmel, hörte ich es leise von irgendwo. Pimmel, Pimmel, Pimmel! Reinwald samt Mutter hatten sich ihren Weg zu uns zurückgebahnt. Schau mal, ich habe ganz tolle Strohsterne gekauft, rief meine Schwester stolz. Sie hatte Reinwald auch schon mit 2 davon dekoriert. Er wirkte darüber eher so semi-semi begeistert. Und, was war bei euch los? Waren sie brav? Ja, ja, sagte ich. Richtige Engel sind das, deine Jungs. Lass uns noch was Heißes trinken gehen. Ich weiß, wie man ganz schnell drankommt. Danke schön.